Dorffreunde, der Robby ist es wieder. Und mit der nächsten Antwort auf eine Frage, und zwar, welches Holz bzw. welcher Brennstoff am längsten brennt, ist eine Frage gewesen. Interessante Frage, aber wobei man jetzt immer ein bisschen gucken muss, was ist jetzt genau gemeint. Am längsten oder am meisten Heizwert, das ist nämlich ein Unterschied. Am längsten brennt immer, also von der Dauer, immer alle Laucharten. Und darunter die Eiche. Das ist die, die am längsten brennt. Aber ich will auch gleich nochmal KW bzw. Heizwert. Das sind meistens, beziehungsweise eigentlich nicht nur meistens, sondern immer die Nadelhölzer. Und hier hat der höchsten Heizwert und damit auch den höchsten Heizwert von allen Holzarten, die wir in heimischen Wäldern haben, die Fichte mit 4,7 KW durchschnittlich. Bei einer Holztrocknung von 20%. Also man muss unterscheiden. Es liegt einfach daran, die Zellstruktur von einem Stück Holz ist natürlich, wenn es langsam wächst, deutlich dichter. Laubarten wachsen langsamer, Nadelarten wachsen schneller, damit ist die Zellstruktur loser. Das heißt aber nicht, dass es weniger Energie aufbaut oder Energie hat, sondern einfach, dass bei Nadelgewächs im Wesentlichen das Holz aufgrund der Zelleinschlüsse, der Lufteinschlüsse viel schneller verbrennt, aber dafür auch mehr Wärme freisetzt, mehr Temperatur freisetzt und Energie. Bei Eiche ist es halt so, Buche, alle möglichen anderen Laubarten, die Zellstruktur ist dichter, bei Eiche am dichtesten, wächst halt am langsamsten. Und dadurch dauert es auch am längsten. So ein Holzscheit brennt physikalisch ungefähr eine Stunde. Und man kann das jetzt hier vielleicht mit plus 10 Minuten und hier mit minus 10 Minuten angeben. Wobei das wiederum abhängig ist, ganz stark natürlich die Holzordnung, die Menge an Brennstoff im Feuerraum, die Temperaturen draußen, die Temperaturen im Raum selber. Es gibt viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, wie lange ist dieses Plus oder gibt es überhaupt irgendeine Art von Plus oder bleibt es bei einer Stunde? Das sind also keine pauschalen Werte, die man hier nennen kann, nur einfach zu merken, dass halt Laubarten und Nadelgehölz brennen unterschiedlich lang, auch mit unterschiedlicher Heizleistung oder Freisetzung. Eiche hat, glaube ich, 4,2 oder sowas, ist auch nicht wirklich hoch. Deswegen, ich hoffe, das ist die richtige Antwort auf die Frage gewesen. Ich habe es ja ein bisschen ausgeführt und ein bisschen rund gemacht mit den Heizwerten. Und wenn es da Detailfragen zu gibt, dann bitte unten in die Kommentare. Ansonsten lasst bitte irgendwie ein Like da und abonniert den Kanal. Bis demnächst.